Wenn Sie oft Porträtbilder bearbeiten müssen, dann gehören solche Spitzlichtreflexe hier zur Alltagsgeschichte. Und ich werde sehr oft gefragt, wie entfernt man die denn am einfachsten? Nun, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich zeige Ihnen kurz die drei, die ich selber am meisten anwende. Was ich zum Beispiel oft mache, ist, ich erstelle eine neue leere Ebene und wechsle hier zum Werkzeug Reparaturpinselwerkzeug. Dann stelle ich hier ein, aufnehmen, alle Ebenen und die Ebene selber, die stelle ich von normal auf abdunkeln. Das bedeutet, dass nur diejenigen Pixel über diesem Gesicht zu sehen sind, die dunkler sind als die Lichtreflexe. Und jetzt können Sie hingehen mit dem Werkzeug. Sie können die Werkzeugspitze mit Ctrl-Alt und Klick ein bisschen größer machen und Ctrl-Alt rechts, links macht größer, kleiner. Ctrl-Alt rauf, runter macht weicher oder härter. Ich gehe da irgendwo so in die Mitte, zoome ich da schön nah ran und jetzt könnten Sie im Prinzip hingehen, mit der Alt-Taste hier etwas aufsaugen und dann das Ganze hier wieder übertragen. Keine Angst, das sieht dann bald besser aus als das, was Sie hier sehen. Sobald Sie die Maus loslassen, wird das entsprechend ins Bild reingerechnet und Sie haben Ruhe. Sehen Sie, auch hier, ich nehme mit Alt auf, übertrage hier und das Ganze ist mehr oder weniger abgedeckt. Und so können Sie jetzt hingehen und diese verschiedenen Stellen, wie auch die hier unten, abdecken. Und der Blendmodus Abdunkeln sorgt dafür, dass das Ganze nicht allzu künstlich ausschaut. Das wäre der Modus Normal und mit Abdunkeln ist es noch ein bisschen feiner. Das war die Möglichkeit Nummer 1. Möglichkeit Nummer 2 ist mit dem Ausbessern-Werkzeug. Da dupliziere ich allerdings die Ebene. Und alles, was Sie damit tun müssen, ist, erstellen Sie eine grobe Auswahl um das, was Sie hier entfernen wollen, dieses Spitzlicht, und ziehen Sie es einfach irgendwo hin, wo die Haut intakt ist. Lassen Sie die Maus los und auch das wird meistens das Problem lösen. Allerdings setze ich diese Technik eher selten ein, weil die erstere, die ist mir lieber als die hier. Und jetzt kommt noch mein Lieblingsverfahren. Das können Sie im Grunde genommen immer einsetzen, auch wenn Sie zum Beispiel mal unreine Hautstellen ein bisschen glätten wollen. Das geht folgendermaßen. Ich dupliziere die Ebene mit Befehl J. Anschließend erstelle ich eine Ebenenmaske. Und jetzt kopiere ich mir den Rotkanal da hinein, weil bei den Porträtbildern ist meistens der Rotkanal derjenige mit dem meisten Kontrast hier, schauen Sie. Das ist der rote, der grüne und der blaue. Ich möchte gerne den Rotkanal, wo die Haut relativ hell ist und trotzdem andere Stellen wie die Augen hier dunkel. Diesen Rotkanal will ich in der Maske haben. Dazu klicke ich auf die Maske und wähle Bild, Bildberechnungen. Dann hole ich mir hier den Rotkanal in der Deckkraft 100 und füge den hier im Modus Normal in der Maske wieder ein. Okay, da wäre er. Ich kann da mit Alt kurz draufklicken. Und jetzt habe ich es mir noch angewöhnt, die Maske selber ein bisschen matter zu machen über Filter, Weichzeichnungsfilter matter machen. Und hier verwende ich die Standardeinstellungen von 5 und 15. Das sorgt dann dafür, dass die Maske hier ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, halt matter und glatter wird. Weil es ist ja nur die Maske. Ich würde nie im Leben die Haut so weich zeichnen, die Maske aber schon. So, jetzt kann ich hierhin zurückkehren. Ich zoome mich da näher ran. Und jetzt hole ich mir einen ganz normalen Pinsel. Den Pinsel setze ich etwa auf eine Deckkraft von vielleicht 50%. Sie können dazu einfach die Ziffer 5 drücken. Und jetzt nehme ich mit der Alt-Taste hier eine Hautfarbe auf. Sie sehen das hier schon in diesem Auswahlring. Und alles, was Sie jetzt machen müssen, ist da drüber malen.
Ich werde die Härte des Pinsels irgendwo in der Mitte haben und drücken Sie noch kurz F5, um die Pinseleigenschaften zu holen. Gehen Sie hier auf Transfer und wenn Sie ein Wacom-Tablet oder sonst ein Tablet haben, dann würde ich Ihnen empfehlen, hier bei der Steuerung zu sagen, bei der Deckkraft Zeichenstiftdruck und beim Fluss ebenfalls Zeichenstiftdruck. Wenn Sie keinen drucksensitiven Pen haben, dann sollten Sie das nicht tun. Und jetzt, die Farbe ist aufgenommen, Sie sehen es hier unten, fahre ich damit einfach abermals über diese Stelle. Und weil ich die Deckkraft nur bei 50 habe, kann mir eigentlich nicht viel passieren. Und ich fahre da drüber und decke diese Stelle einfach ab. Das geht vor allem bei Stellen, die nicht so groß sind, gehe ich hier hin und decke diese Stellen einfach ab. Sie können damit sehr, sehr viel erreichen. Sie könnten damit sogar Falten glätten, wenn das sein müsste. Ich bin eher ein Gegner davon, dass man den Menschen verändert. Aber nichtsdestotrotz können Sie hier hingehen und hier wunderbar über diese Haut fahren und solche Dinge ein bisschen zum Verschwinden bringen, wenn das denn gewünscht wäre. Und wenn ich jetzt das Vorher-Nachher kurz einblende, kurz fertig machen, dann sehen Sie, das sind die Stellen, die ich hier abgedeckt habe. Sie können im Nachhinein immer noch mit der Deckkraft hier spielen oder Sie können die Deckkraft der Maske verändern, indem Sie hier kurz die Maske anklicken, da sagen Masken und jetzt könnten Sie zum Beispiel die Dichte der Maske etwas zurücknehmen, was dann dafür sorgt, dass die Maske selber schwächer wirkt und entsprechend mehr abgedeckt wird. Das waren also verschiedene Möglichkeiten, die dazu führen, dass Sie hier Elemente abdecken können.